Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zu Ali ibn Abi Talib alaihi salam: Ya Ali, anta wasiyyi ala ahli bayti. Hayyihim wa mayyitihim wa ala nisa'i. Faman thabbattaha laqiyatni gadan wa man talaqtaha fa ana bari'un minha. Lam tarani wa lam araha fi 'arsati al-qiyamah. وأنت خليفة على أمتي من بعدي. دي وصية von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zu Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Diesen Testament, was Omar versucht hat zu verhindern, am Donnerstag, wo dieses Unglück entstanden, hat Omar natürlich das laut Bukhari geschafft, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam daran zu verhindern, diesen Testament zu hinterlassen. Dieses Testament befindet sich aber bei uns, in unseren Büchern, in Raybat al-Tusi und in Nu'mani und in anderen Büchern. Von Raybat al-Tusi, Seite 150, lesen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Ali alaihi salam gesagt hat: Ja Ali, du bist mein Vermächtigter nach mir, was meine Familie anbelangt. Lebendig oder auch tot. Das heißt, wenn jemand von meiner Familie tot ist oder lebendig, du bist dafür vermächtigt. Du bist von mir vermächtigt. Also einer, der entscheiden darf nach mir. Und was meine Frauen anbelangt, meine Ehefrauen, du bist auch verantwortlich. So, was passiert jetzt? Welche Frau du bestätigt als meine Frau, sie bleibt meine Frau und ich sehe sie im Qiyama. Welche du aber von mir scheiden lässt, nach mir. Der Prophet ist im Graben, sallallahu alaihi wa sallam. Die Frauen, die er als Frauen hinterlassen hat, als Ehefrauen hinterlassen hat, bleiben seine Frauen. Aber eine hat die Erlaubnis bekommen von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, diese Frauen scheiden zu lassen, nämlich Ali ibn Abi Talib, alaihi salam. Er sagt: Oh Ali, die Frauen, die du bestätigst als Frauen, lässt du als Frau bei mir, ist meine Frau und sie werde ich sehen in Qiyama, treffen dort in Qiyama. Sie kommt mit mir in Paradies, heißt das. وَمَنْ طَلَّقْتَهَا فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْهَا. Und diejenige, die du von mir scheiden lässt, ich bin von ihr, ich sage mich los von ihr. Das heißt, ich bin von ihr getrennt. Und sie wird mich nicht sehen und ich werde sie nicht sehen in Qiyama. Und du bist mein Khalifa. Was meine Umma angeht nach mir. So, das ist für die Schiiten jetzt. Schiiten sollen begreifen, dass das bei uns authentisch ist. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Ali ibn Abi Talib alaihi salam das gesagt hat. Sharif al-Ridhi hat auch überliefert, sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لعلي عليه السلام. Der Prophet sagte zu Ali alaihi salam, was sein Testament anbelangt, sagt: Ja Ali, inna Aisha wa Hafsa satushaqanika, sie werden gegen dich kämpfen, Aisha und Hafsa, wa ta'asiyanika ba'di, und sie werden gegen dich sich auflehnen nach mir. Sie werden sich gegen dich auflehnen nach mir. Wa takhruju alayka Aisha fi asakir al-hadidi. Aisha wird gegen dich auftreten. Das heißt, sie wird rauskommen aus ihrem Haus und gegen dich kämpfen. Was hat Hafsa gemacht? Hafsa, also Aisha ist rausgegangen zum Kämpfen, Aisha aber nicht. Was hat sie aber gemacht? Sie hat die Leute dazu aufgerufen, mit Aisha zu gehen und gegen Ali a.s. zu kämpfen. Rasulullah sagt zu ihm, das wird passieren. Der Prophet wusste, sallallahu alaihi wa sallam. Hier, laut unserer Überlieferung von Al-Bihar und von At-Tusi und so weiter und so fort, wusste der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was passieren wird. Also richtig detailliert, was passieren wird. Laut ihrer Überlieferung, er wusste nicht, was in der Küche ist. Ob da was zu essen ist oder nicht. Gib uns was zu essen. Und sie sagen, wir haben nicht. Laut ihrer Überlieferung. Laut unserer Überlieferung, guck mal, was er zu Ali a.s. sagt. Er sagt: Oh Ali, Hafsa, sie wird rausgehen und die Menschen dazu aufrufen, mit Aisha zu gehen, damit sie gegen dich kämpft. Huma fil amri sawa, sie sind gleich, beide sind gleich, Aisha und Hafsa. Eine kämpft gegen dich und eine ruft auf, um gegen dich gekämpft zu werden.
فما أنت صانع يا علي. Was willst du machen يا علي؟ fragte ihn Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Was willst du machen؟ قال يا رسول الله إن فعلنا ذلك تلوت عليهما كتاب الله وهو الحجة فيما بيني وبينهما. Wenn sie sowas machen, ich werde Koran lesen, sie Koran vorlesen. Und das ist ein, für uns ein Richter, ein Schiedsrichter. فإن قبلنا وإلا أخبرتهما بالنسبة بالسنة وما يجب عليهما من طاعتي وحقي المفروض عليهما. Ich sage, wenn sie glauben, wenn sie okay, das annehmen, den Koran annehmen, dann werde ich die Sunna vorlesen. Und erzählen, was mein Recht anbelangt und meine Gehorsamkeit, dass sie mir gegenüber gehorsam sein müssen. Und was sie wofür sie verpflichtet, womit sie verpflichtet sind. فإن قبلتا وإلا أشهدت الله وأشهدتك عليهما ورأيت قتالهما على ضلالتهما. Das heißt, wenn sie glauben, wenn sie das annehmen, Koran und Sunna, dann ist okay. Und wenn nicht, ich werde Allah als Zeuge und dich als Zeuge nehmen, dass ich sie in ihrer Irrtum bekämpfen werde. Das heißt, ich werde gegen die beiden kämpfen, wo sie in Irrtum sind. Qala wa'aqru al-jamal. Er sagt, was das Kamel anbelangt. Er redet von dem Kamel, worauf Aisha reiten wird. Qala qultu wa'aqru al-jamal. Das heißt, du wirst auch das Kamel erstechen. Er sagt, ich werde auch das Kamel erstechen von Aisha. Qala in waqa'a. Das heißt, wenn das Kamel umfällt. Qala qultu wa in waqa'a fi an-nari. Qala sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma ashhad. Er sagt, und wenn er umfällt, wenn das Kamel umfällt, ist in die Hülle. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, oh Allah, sei Zeuge. Thumma qal, ya Ali, إذا فعلنا ما شهد عليهما القرآن فعلنا ما شهد عليه شهد عليهما القرآن فابنهما مني فإنهما بائنتان وأبوهما أبواهما شريكان لهما فيما عملنا وفعل فيما عملتا وفعلتا. Er sagt, wenn sie sich nicht einhalten auf das, was du ihnen zeigst, was im Koran ist, was in Sunna ist, dann sind sie von mir nicht mehr Frauen. Also für mich keine Frauen mehr. Keine Ehefrauen mehr. Dann sind sie für mich keine Ehefrauen mehr. Und ihre Väter, Abu Bakr und Umar, ist an der Sache beteiligt. Also sind an der Sache beteiligt. Sind beide von mir entfernt. Sind einfach weg von mir. Beide. Jetzt, das befindet sich in Bihar al-Anwar von Al-Majlisi. Band 22, Seite 488 von Khasa'is al-A'imma von Al-Sharif al-Ridi. Al-Sharif al-Ridi, keine Zweifel an seine Authentizität und an seiner Ehrlichkeit und Anständigkeit bei den Schiiten. Keine Zweifel dran. Und Al-Majlisi hat das von ihm übernommen. Von ihm. Das heißt, Al-Sharif al-Ridi hat das überliefert. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Auf jeden Fall, hier sehen wir schon, dass die Stellung von Aisha langsam den richtigen Platz findet und nicht so glänzend, wie die anderen versuchen, das zu verbreiten oder zu zeigen. Das wird nichts, das wird nicht helfen, sowas, denn die Wahrheit wird sich durchsetzen. Das Problem ist jetzt, womit wir kämpfen heutzutage, dass wir die Schiiten davon überzeugen müssen, dass sie falsch liegen. Ihre Vorstellung ist total falsch. Und warum müssen wir das machen? Weil wir uns interessiert Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet selber, also der interessiert uns, nicht die anderen. Ob sie in der Hölle ist oder im Paradies, das ist nicht unsere Sache. Aber wir müssen das erörtern, damit wir sehen, was sie alles erdichtet hat gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damit wir uns von ihr entfernen. Hiermit beenden wir diese Folge inshallah und sehen wir uns im nächsten Mal mit mehr Beweise und mehr Argumente. Und wir werden andere Themen inshallah besprechen, was
Aisha anbelangt. Wir werden kurz auch von Kamelschlacht was erzählen und dann gehen wir weiter und lernen wir diese Frau näher kennen und dann werden wir dann dadurch, inshallah, die Absichten dieser Frau erkennen und die Ergebnisse damit von heute, also die Ergebnisse von heute, Ergebnisse des Islams, wie der Islam heute aussieht, ne, mit den Absichten von Aisha verknüpfen, damit das herauskommt, welche Probleme Aisha in der Umma verursacht hat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.